So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Let's Play? Genau, Let's Play. Oh, guck mal, da ist noch ein Apfel. Der Hardcore-Mod. So, genau, unser letzter. Okay, die Sonne geht unter. Unser letzter Auftrag, nein, unsere letzte Sache, die wir gemacht haben, ist uns einen Bucket zu bauen, den wir auch erfolgreich gebaut haben. Gut, Hell's Kitchen ist jetzt wieder was anderes. Pots and Pans, da. Cutting Board, Skillet, Mortar. Also müssen jetzt alles andere herstellen. Also wäre es eigentlich schnurzpiep egal gewesen, ob wir diese vier Metalle hätten oder nicht. Die hätten uns nur ein bisschen geholfen, aber in der Richtung für alles, was ihr hier in der Quest seht. Hier, den Cutting Board, den Skillet, den Mortar und den Pot, braucht ihr überall Eisen. Also. Ne? Danach steht hier irgendwas mit Käse, sieht das so aus. Dann kann sein, dass wir da uns erst die Tiere besorgen müssen. So, ich denke, da will ich die Tiere machen. Das heißt, auf der anderen Seite muss ich den Cobblegen machen. Und natürlich habe ich das auch ausprobiert, wie ich den mache. Ich werde den vielleicht nicht so machen wie der traditionelle, aber damit sichere ich mir die Source-Blöcke. Also den Lava Source Block sichere ich mir, dass der sozusagen nie, 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 im Leben vom Wasser berührt werden kann. Was vielleicht nicht unbedingt das Beste ist oder so, weil es gibt natürlich Alternativen, die sind dann natürlich viel besser. Das Problem ist natürlich, wir haben dann da Lava. Wie jeder weiß, Lava verbrennt Holz. Heißt, wir können die Plattform nicht aus Holz haben. Das ist das Gute, was wir dann gefunden haben mit unseren super farbigen Sachen. Wir können dann einfach das dazu benutzen, ja, anders gesagt, uns damit eine Plattform zu bauen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall hat oder irgendwas in der Art. Stellt euch vor, wir müssen dann etwas aus Stein bauen und ihr wisst gerade, wie leicht es ist, ja hier die Steine zu bekommen, ne? So. Monster-Plattform. Oh, der Creeper-Head. Da ist er. Ah, da sind auch welche in Gold-Armor. Weiß jetzt nicht, wie sich das verhält, aber wir haben einen Bow und wir haben 41 Arrows. Ich hoffe nur, der Enderman ist da weg. Weil dann können wir einfach ein paar runtersnipen. Was ihr auch benutzen könnt, ihr könnt den Crook benutzen. Oh oh. Oh, noch eine Enderpearl. Stimmt, der kann ja hier nicht durch, weil das ein Halbslip-Block ist. Böser Enderman. Ja, gut, was wir benutzen können ist, wir können halt hier. Wieso verbrennt der Kerl nicht? Weg damit. Weg damit. Höher. Höher. Eins. Zwei. So, das heißt, beide haben nur noch einen Schlag über. Normalerweise. Wenn wir die so angucken, an Health. So. Become adapted to handling the spiked sword, you improve it one modifier. Feeling confident, you can make easy field assistance. Okay. Wow, nicht runterschubsen hier. So, das Problem ist nur, wir brauchen natürlich wieder unser Papierschwertchen. Ah, adept sind wir schon. Jo. So. Und abbauen. So, weil wie gesagt, wir brauchen ja noch Clay für dieses andere Ding da. Das heißt, wir müssen noch einiges an Sachen hier kompostieren. Wie viel Clay brauchen wir? Warte mal, wir müssen ein U formen. Da sind sieben Stück. Oh, sieben Clay. Sieben Clay mit sieben Bone Meal. So, jetzt ist die Frage. Ich habe einiges an Bone Meal. Ich will mir sieben belassen. Jetzt ist die Frage. Setze ich sozusagen alles so oft es geht ein, wie geht? Also, ich habe ja da diese Ressourcen noch gehabt. Außer die sieben, die ich dann dafür hundertprozentig brauche in der Richtung. Oder wie soll ich das machen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke. Weil ich würde, wenn schon, dann immer die Äpfel benutzen. Weil ich meine, da sind für 2%, die man da raus. Für 2 Bone Meal, die man da reinsetzt, bekommt man einiges an Prozente. Weil Apfel gibt halt so am meisten.
Ja. Karottensaft haben wir auch noch einiges. Enderpearl. Haben wir irgendwo. Hatten wir nicht noch irgendwo hier, wo wertvolle Schätze sind? Ist ja nicht in der Kiste gewesen. Ah, genau. Ja, das. Hier haben wir die Blöcke, die wir dann brauchen werden. Und dann mal sehen, was in der Richtung da gemacht werden kann. So. Ja. Genau. Den können wir noch abbauen. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall die Plattform, die wir dann da. Plattform, sag ich schon. Doch, irgendwie sozusagen diese Platte, wo wir dann unseren Cobblegen haben, definitiv so machen, dass da auch keine Monster spawnen können. Und natürlich auch das Wichtigste, dass die weit genug weg ist, dass wir nicht da verbrennen. Strings, Arrows, so. Also jetzt nicht so das Beste daraus bekommen. Gut, dann nehmen wir mal ein bisschen. So. Wie weit sollen wir das am besten machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Genau, machen wir das einfach mal 9 entfernt und dann haben wir mal hier so eine kleine Plattform definitiv. Aber das Problem wird sein, die Plattform wird natürlich wie Kacke aussehen. So, damit haben wir das schon mal. Dann kommt jetzt die gelbe. Ist mir aber auch persönlich egal. Wie gesagt, ich denke, ihr freut euch dann auch mehr, wenn ich dann endlich mal schneller an Cobblestone komme, statt euch hier die ganze Zeit herumzuquälen. So, genau. Da wird dann meine Plattform sein. So, noch zwei brauche ich. Und dann werde ich das Ding bauen. Und dann kann ich ja schon mal Wasser an der einen Seite reingeben. Und das mit Holz vorerst abblocken. Okay, 14 haben wir schon mal. Weil, wie gesagt, die Saplings, die wir bekommen, die können wir ja auch einsetzen. Weil, wie gesagt, die sind umsonst. Ja. 8 Stück für ein Ding. Die sind halt drin. So, ich denke, ich werde mal den Cobblestone gen aus Rot machen, aber uns fehlen ja noch zwei Blöckchen. So. Wenn ich irre, genau. So. Also, wie baue ich mein Cobblegen? So. Baue ich den? Genau. Ich hoffe, ja, normalerweise müssten nämlich die reichen von der Abmessung her. So. Dann wird hier die Lava reingepult, dann läuft die runter und kann nur hier hinkommen. Genau. Dann müssen wir das vorerst hier unterbrechen. So. Dann kommt er nämlich hier raus. Dann brauchen wir aber Slabs oder irgendwie sowas. Slabs haben wir jetzt gerade nicht. Und ich will auch keine aus Holz bauen, die verbrennen. Ah. Wozu denn nicht, ne? Wir haben doch diese komischen Dinger. Stairs. Braucht ja eh kein Mensch dann. So. Die unterbrechen das. So, damit haben wir die Lava-Seite. Haben wir zufällig blau, dann kann ich daraus die Wasserseite machen. Dann sieht das immerhin nach etwas aus. Genau. Nehmen wir mal hier die Blöckchen. Dann sieht das mindestens so ein bisschen von Weitem ein bisschen mal nach was aus. So. So. Genau, und dann kommt hier das Wasser, das fließt dann ein runter und dann zur Seite und dann hier hin. Hier wird dann die Lava sein, fließt ein runter und dann kann es auch nur noch hier hin fließen. Und dann kann ich hier dann einfach immer mit dem Hammer stehen und das hier verprügeln. Natürlich könnte ich dann auch sagen, ja, dann mache ich das hier weg, dann kommt das Wasser immer zu mir. Könnte man machen, ich weiß nicht, was besser ist. Ich hoffe, ich kann das damit überhaupt abbauen. Genau. Ich könnte das so machen, zumindest, dass es, was ich hier abschlage, nicht in die Richtung geht. Und das Wasser, was hier hinkommt, ist ja egal. Das stößt mich ja nicht irgendwo in den Tod oder so, ne? Könnte ich höchstens so machen, andersrum. Dass ich hier sozusagen so einen kleinen Weg habe, dass ich dann nicht wegfließe in irgendwelche Richtungen. So.
Weil dann kann ich ganz normal hier reingehen, aber wenn ich hier drin bin, kann ich schlecht hier links und rechts sein. So, natürlich mache ich mir jetzt auch einen Handlauf hin, den ich hier benutzen werde, damit ich nicht aus Versehen bekloppt runterfalle. Oh, nee, lieber damit. Obwohl, eine Axt wäre schneller, aber egal. Ich weiß, dass da ein Baum gewachsen ist. So. Ein Handlauf, perfekt. Kann ich bis hierhin erweitern? Oh nein, hier bitte nicht husten. Oh, genau 10 Blöcke. Genau 9 und dann auf beiden Seiten. Ist das eigentlich? Passen, genau, so. Haben wir nämlich hier einen Handlauf. So, das Wichtigste ist natürlich, damit hier nichts spawnt, kommt hier eine Fackel und hier eine Fackel hin. So, und damit ist unser Cobblegen fertig. Dann stellt man sich einfach nur hier hin und prügelt mit dem Hammer drauf. Wieso mit dem Hammer? Ja gut, wenn man Cobblestone haben möchte, nicht mit dem Hammer. Aber wir wollen ja am Anfang so viel Gravel wie möglich haben, weil wir wollen... Das ist der Unterschied zwischen den Oak Saplings und denen. Weshalb hatte ich einen einzeln? Wie war das nochmal? Genau, wir brauchen Dust. Das heißt, wir müssen den massiven, bis wir Steine bekommen und die Steine dann verprügeln. So, 4. So. Genau. Ah, genau. Wir brauchen eigentlich nur 2 Stück, weil wenn wir Gravel, dann bekommen wir Sand, dann bekommen wir Dust. So, jetzt brauchen wir unseren Bucket. Wo haben wir den reingetan? Irgendwo sicheres. Habe ich den Bucket nicht sogar bei mir oben reingetan? Weil ich wusste, dass ich den sonst irgendwie vielleicht kaputt mache. Wo ist mein Bucket hin? Habe ich den da hinten hingetan? Habe ich den hier reingetan? Ah, hier habe ich den reingetan. Oh, ich düdel. So, wir brauchen ein Wasser aus einer endlosen Quelle. Füllen den hier in die Barrel, genauso in die Barrel, geben den Dust hier rein, haben einen Clayblock, den natürlich hin, wegpanschen, 4. Das heißt, noch einmal müssen wir das machen. Also, wie gesagt, nicht so viel. Das Problem, was wir aber auch noch brauchen, das werde ich auch hier hin machen. So, jetzt brauchen wir noch einmal Wasser. Deshalb, wie gesagt, die haben uns hier diese unendlose Wasserquelle geschenkt, weil wir sonst nie die Möglichkeit hätten, ne, sonst anders zu machen. So, wir füllen das mal hier endlich mal auf. Ja, die Pearl Oysters Dinger habe ich kein bisschen herausgefunden über die. Also, was, wo die jetzt sozusagen gut sind. Aber, wie gesagt, dann lassen wir die einfach. Wo habe ich die denn hier? In Zeugs, was ich keine Ahnung habe, was ich mit dem machen soll. So, den Eimer bitte zur Seite tun. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und wir haben nur einen. Sonst, könnt ihr euch ja vorstellen, was wir dann brauchen. Ja, ich weiß jetzt nicht, die Axt ist, ne, Kaktus, aber wir haben keine Möglichkeit, Kaktus irgendwo herzubekommen. Das ist das einzige Problem. Hier. Wie viel haben wir schon? Ein. Wir haben hier 2, perfekt, dann können wir unser Schwert reparieren. Machen wir das da? Zack, zack. Zack, Schwert rein, Papierchen, komplett wieder repariert. Und das werden wir auch brauchen mit der Zeit, weil wie gesagt, je erfahren wir mit dem Schwert werden, desto besser ist. Natürlich, wir haben einen Modifier noch frei, den wir dann da einsetzen könnten. Wenn wir zum Beispiel einen Diamanten bekommen, können wir den Diamanten da reingeben und dann hat er 50, 500 Haltbarkeit mehr. Auf jeden Fall einiges, 500 genau. Und der Emerald, der verdoppelt das, falls wir mal einen Emerald finden. Aber die Verdopplung von 46 bringt nicht viel. Das heißt, es wird doch taktischer, dann in der Richtung anders zu hantieren. In dem Fall jetzt, ne? In dem Fall. So. Ich sehe, da hinten sind wieder Zombies und Skelette. Und der Baum ist hier gewachsen. Aber, wie ich sehe, verfolgen mich die Zombies nicht. Das heißt, sie können mich nicht sehen. Natürlich von Vorteil. Dann kann ich nämlich gleich schlafen gehen. Ich damit erstmal kein Problem. Aber ich frage mich, wo der Zombie mit der Goldrüstung abgeblieben ist. Ich denke, der ist bestimmt runtergefallen. So. Schlafen gehen. Die Creeper runtersnipen. Weil Gunpowder brauchen wir nicht. Obwohl, doch, wir können Gunpowder einiges eigentlich brauchen. Für die anderen Sachen. So. Da hinten ist langsam alles am kokeln, deshalb will ich da nicht in die Nähe gehen. Wie gesagt, ihr könnt den Clay-Eimer, den müssen wir eh irgendwann mal machen. Also, wenn wir hier in die Quest gucken.
Learning how to Skyblock. Genau. Den müssen wir eh machen für die Quest. Ne? Und den Unfired Cructable, wenn wir den gucken. Da. Brauchen wir Porcelain Clay und das ist Bone Meal und Clay. Also den, das eine Ding müssen wir eh machen. Aber durch den Cobblegen bekommen wir halt die Möglichkeit, so viel wie möglich von den Sachen viel, viel einfacher zu machen. Das war ein Bogen. Komm her. Komm her. Ich hau dich auch von mir aus runter. Das ist mir persönlich wurscht. So, immerhin ist er gestorben. Eins, zwei. Tot. Eins, zwei. So, dann kann ich nämlich mit meinem Schwert mit einem Hit den töten. Was mir persönlich wichtiger ist. Ja, das ist der, der sich daneben geschossen hatte. Oh, guck mal hier. So. Und Dirt müssen wir dann ja eh herstellen, weil wir brauchen ja noch eine. Wie heißt das nochmal? Eine Monster, also eine Tier-Spawn-Farm. So, wir haben einen Knochen leider nur bekommen. Was aber kein Problem ist. Wir können ja hier diesen Porcelain Clay machen. So, wir haben ja hier noch einiges. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. Ich glaube, für den Clay Bucket. Genau den hier. Da brauchen wir genau nur drei normale Clays. Also das wird dann, sagen wir mal, unser geringstes Problem sein. So, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Größer und raus. Oh, hier ist noch was. Ja, oh, hier sind wieder zwei Sachen gewachsen. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass wir die trotzdem weitermachen, weil wir ja noch eigentlich, weil wir noch Dirt brauchen und natürlich nicht an Dirt drankommen, wenn wir Cobblestone machen. Wir haben jetzt halt nur, dass wir, wie heißt das nochmal, benutzen werden, um leichter an Erze zu kommen. Genau, so. Mein Gott, nee. Ist das kompliziert. Quatsch. Leichter an Erze zu kommen. So ist das natürlich ein bisschen qualvoll mit dem Dirt und dann muss man auch genau genug haben, ne? Damit man, also nochmal. Da muss man natürlich auch genug haben, dass man wieder einen Stein bekommt, weil da bekommt man ja nicht immer vier, ne? Dann bekommt man manchmal drei, manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Also wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Heißt, wir brauchen ein Dust definitiv nochmal. So, jetzt gucken wir mal, was wir aus unseren Sachen hier machen können. Wir haben so, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3. So. Natürlich hätte ich den Rest mit String auffüllen können. So. Nachgefüllt haben wir alles. Wir brauchen dann eh nochmal ein Dirt. Ne? Oak Sapling. Nochmal ein Sapling. Carriage Juice. So. Das Besondere, was wir dann auch brauchen werden für die Lava, ist, wir brauchen noch. Deshalb ist das auch am idealsten, wenn wir das hier machen. Stimmt, ich wollte hier nochmal Wasser reintütteln. Ich glaube, mein Inventar ist auch viel zu voll für irgend so einen Mist, ey. Ne? Also, Rotten Flesh, das, das. So. Kann ich zuerst mal das hier weggeben? Dirt kommt raus. Durchsieven. Ah, oh, vier, perfekt. So. Der beste Vorteil ist halt, dass man so einen Clay Block daraus bekommt, ne? Oh, Pumpkin Seeds und nochmal vier. Schön. So, das heißt, wir müssen beide eh zu Dust kloppen. Pumpkin Seeds könnten wir natürlich auch anpflanzen. Ich weiß aber nicht, was man aus dem Pumpkin jetzt so hundertprozentig super Tolles machen kann. So, und wir haben noch diese komischen Funny Blocks hier drin. So, diese kommt zuerst mal weg. Das kommt auch zuerst mal hier dran. Dran, rein, ne? Rein ist das richtige Wort. So, Gunpowder kommt hier rein. So, jetzt können wir natürlich. Ich punch mal den Baum hier weg. Ich glaube, das ist zuerst mal einfacher. Dann kann der nämlich zuerst mal wieder in seine Einzelteile zerfallen, während ich mich dann sozusagen um den Dust kümmere. So.